Hallo und herzlich willkommen zur 41. Ausgabe meiner Top 20 Hits der Woche, und das ist die Ausgabe vom 10. Oktober. Heißt, wir sind jetzt knapp 3 Wochen hinten dran. Aber ja, das wird erstmal so bleiben tatsächlich in den nächsten Wochen. Aber dann so ab Ende November, Anfang Dezember können wir dann wieder ein bisschen tatsächlich aufholen, weil ich da mehr Kapazitäten frei habe in Sachen Zeit. Genau, wir haben heute aber auf jeden Fall wieder 5 Neuvorstellungen, also brandneue Songs, die gerade erst rausgekommen sind und die ihr vielleicht noch nicht kennt. Und dann haben wir 10 Neuzugänge insgesamt dabei in den Top 40, davon 5 in den Top 20. Und somit würde ich sagen, starten wir mit ganz frischer neuer Musik rein in dieses Video. Und da haben wir zu Beginn den neuen Song von Boys World, Something in the Water, die erste Neuvorstellung in dieser Ausgabe. Dann geht es weiter mit Louis the Child und Livingston, Hole in My Heart, die zweite Neuvorstellung. In den Neuvorstellungen sind da immer die ganz neuen Songs drinnen, die es bald reinschaffen könnten in die Top 40 bzw. Top 20. Dann gibt es ja die dritte Neuvorstellung, das ist Musik aus Deutschland von Zweikanalton. Von denen habe ich davor noch nie irgendwas gehört. Ist wahrscheinlich eine Newcomer-Band, so wie ich das sehe. Kennzeichen Harten ist auf jeden Fall die Single, die sich schon mal ganz vielversprechend anhört. Dann haben wir die vierte Neuvorstellung, und da gibt es was Neues von Why Don't We. Love Back heißt auf jeden Fall die neue Single von der Boygroup. Und dann hat sich Kylie Minogue mit Years and Years zusammengetan. Eine interessante Mischung auf jeden Fall. A Second to Midnight heißt die Single und ist somit die fünfte Neuvorstellung für heute. Dann kommen wir zu den ganzen Neuzugängen außerhalb der Top 20, und da haben wir auf Platz 37 die neue Single von Glockenbach zusammen mit Glock Glock. Brooklyn heißt die auf jeden Fall, wie der Stadtteil von New York. Dann auf Platz 34 neu dabei ist Moika mit Illusion. Dann auf der 31 haben wir wieder eine neue Single von Sam Ryder, da hatten wir ja letztes Mal in den Neuvorstellungen schon eine neue dabei. The Sun's Gonna Rise war das damals. Und jetzt, ja, die nächste Single, wahrscheinlich aus dem gleichen Album, denke ich mal. Moa auf Platz 31 neu dabei. Dann auf Platz 28 haben wir Jesse Nelson mit Nicki Minaj zusammen. Boys heißt der Song. Und dann haben wir noch auf Platz 26 die neue Single von Cheat Codes zusammen mit Quay und Tyson Ritter. Hurricane heißt der Song. Das sind schon mal die ganzen Neuzugänge außerhalb der Top 20. Und jetzt starten wir in die Top 20. Ja, tatsächlich mit dem nächsten Neuzugang. Auf Platz 20 neu eingestiegen, nämlich Santiano, Wenn die Kälte kommt. Passt irgendwie ja ganz gut dazu, zur jetzigen Situation. Man merkt tatsächlich schon, dass es jetzt kälter wird wieder, dass wir Richtung Winter gehen. Genau, dann kommen wir jetzt auch schon zum Aufsteiger in dieser Woche, nämlich 17 Plätze bergauf ging es für Sting mit Rushing Water. Sting ja in den 80er, 90er Jahren tatsächlich erfolgreich gewesen. Der bekannteste Song von ihm war Fields of Gold. Kennt man auf jeden Fall, wenn man sich öfter mal Oldies anhört. Genau, von der 36 auf jeden Fall 17 Plätze hoch auf die 19 mit seinem neuen Song. Dann auf Platz 18 geht es 9 Plätze runter für Tom Gregory und Footprints. Letzte Ausgabe noch in Top 10 und jetzt schon, ja, eher am Ende zu finden, der Top 20. Und jetzt haben wir ja einen Doppelpack, nämlich 2 Neuzugänge hintereinander. Auf Platz 17 haben wir da zum einen den neuen Song von Robert Grace, Break the Silence. Den kennt ihr aber schon, den habe ich euch ja schon neu vorgestellt beim letzten Mal. Und dann auf Platz 16 neu eingestiegen, die neue Single von Elderbrook, Broken Mirror. Das ist der dritte Neuzugang in den Top 20, somit kommen noch 2. Diese Woche hat es nur einen Neuzugang reingeschafft in die Top 10. So viel kann ich euch schon mal sagen. Jetzt haben wir aber erstmal Platz 15. Und das ist Michael Schulte mit Here Goes Nothing. Vom 6. Platz ging es somit 9 bergab. Und dann ging es rein in den Countdown für Forest Black mit Fall Into Me. Vor 2 Wochen ja neu eingestiegen auf der 24. Dann ging es auf die 21. Und jetzt rein in die Top 20 auf Platz 14. 7 Plätze somit rauf. Dann auf Platz 13 ein Absteiger in dieser Ausgabe, nämlich Nicky Romero zusammen mit Marv und Wolf,
Okay, von der 2 ging es 11 Plätze runter auf die 13. Dann auf Platz 12 haben wir den nächsten Neuzugang, den vierten von 5 in den Top 20. Und den habe ich euch auch vor 2 Wochen schon neu vorgestellt. In der letzten Ausgabe konnte er es nicht reinschaffen in den Top 40. Aber jetzt dafür auf Platz 12 neu eingestiegen. Musik aus Deutschland von Tokotronic, Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Und somit haben wir jetzt Platz 11. Und da haben wir die neue Single von Milo, DeLorean heißt die. Von der 25, da ist der Song letzte Woche neu eingestiegen. Ging es jetzt 14 Plätze rauf auf die 11. Und das ist somit der höchste. Ne, nicht der höchste. Das war ja davor schon. Sting mit 17 Plätzen, das ist aber immer der zweithöchste Aufsteiger der Woche mit 14 Plätzen rauf. Und somit kommen wir zu den Top 10. Und auf Platz 10 haben wir da Skillet mit Surviving the Game. Der hält sich mittlerweile auch schon 4 Wochen in Folge in den Top 10. Also das muss man auch erstmal hinbekommen. Von der 5 in der vorherigen Woche ging es jetzt auf jeden Fall 5 runter auf die 10. Und dann auf Platz 9, höchster Neuzugang in dieser Ausgabe. Und immer wenn Felix Jähn was Neues rausbringt, landet das auf jeden Fall sofort in den Charts. Auch mit diesem Song ist es so. Somebody You Like, die neue Single von Felix Jähn auf Platz 9, neu dabei als höchster Neuzugang. Dann haben wir die Nummer 1 der Vorwoche, nämlich von Coldplay und BTS, My Universe. Von 1 somit 7 runter auf die 8. Ebenfalls runter ging es ein paar Plätze für Foxes und Sister Way. Von der 3, 4 runter auf die 7. Dann kommen wir jetzt nur noch zu Songs, bei denen es raufging im Vergleich zur Vorwoche. Also alle 6 Songs, die ihr jetzt noch hören werdet, ja, sind tatsächlich aufgegangen, nämlich Edge of Paradise mit The Unknown vom 12. Platz ging 6 Plätze auf den 6. Platz hoch. Und somit sind wir in den Top 5 angekommen und da haben wir auf Platz 5 Hannah Elis mit Us. Von der 14 ging es 9 Plätze hoch auf die 5. Auf Platz 4 ging es sogar zweistellig auf, nämlich für Portugal The Man zusammen mit Sherry Glaser Steal My Sunshine von Platz 17, 13 hoch auf die 4. Und somit kommen wir nun schon zu den Top 3. Wir sind heute wieder ein bisschen schneller fertig, wie üblich. Also, das ist aber natürlich nicht schlimm. Auf Platz 3 haben wir jetzt auf jeden Fall Placebo mit Beautiful James von 11, ging es 8 hoch auf die 3. Dann auf Platz 2 haben wir Angels and Airwaves mit Losing My Mind von 8, ging 6 Plätze hoch auf die 2. Und auf Platz 1 in dieser Woche ist Twice, die Girl Group mit ihrer Single The Feels von der 10, 9 hoch auf die 1. Und somit war es das auch schon wieder mit dieser Ausgabe. Bald geht es auf jeden Fall weiter mit den nächsten Videos und somit, ja, bis zum nächsten Mal und ciao.